Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Blender 2.62 Anfänger-Tutorial. Und zwar geht es heute ums Rendern. Ja, ich weiß, die Reihenfolge, in der ich meine Blender-Anfänger-Tutorials mache, ist nicht die beste. Ich kriege halt immer Anfragen und die beantworte ich dann. Deswegen werde ich euch heute dann auch noch ein bisschen übers Animieren erklären. Und dann legen wir gleich mal los. Ja, dann nehmen wir erstmal unseren Standard-Cube, unseren Standard-Würfel und wollen ihn jetzt erstmal animieren. Dann gehen wir auf Frame oder Bild 0 und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten zu animieren. Die erste, die eigentlich auch am meisten benutzt wird, glaube ich, ist I drücken und dann können wir das hier einstellen. Das heißt, wir ziehen ihn jetzt einfach irgendwo hin, wo wir ihn haben wollen. Drehen ihn und sagen jetzt in meinem Falle Location und Rotation. Gut, dann sehen wir haben jetzt hier so eine gelbe Linie. Jetzt können wir zum Beispiel auf Frame 70 gehen, dann den Cube nach da ziehen, ihn wieder drehen und I Rotation und Location. Dann sehen wir, er wird animiert oder bewegt. Die zweite Möglichkeit ist mit diesem roten Button, die benutze ich sehr, sehr oft. Ich gehe zum Beispiel auf 40 und sage jetzt, klicke hier drauf und sage jetzt, der soll dort da oben sein. Dann wird er auch animiert. Ja. Da müsst ihr schauen, was euch besser gefällt. Mir gefällt diese rote mit diesem Button hier besser. Weil ich das aber auch in anderen Programmen einfach nur so kenne und nicht mit dieser I-Funktion. Ja, mein Computer rauscht schon wieder. Ich hoffe, es stört euch nicht. Gut, dann gehe ich jetzt mal in die Kameraansicht. Schieb die noch ein bisschen zurecht. Mit GY. GX und GZ, weil aus der Kameraansicht wird nachher gerendert. Ja, ich kümmere mich da jetzt nicht so wahnsinnig drum. Ich mache jetzt mir noch Add Mesh eine Plane, einen Boden. Ziehe ein bisschen nach runter. Schön groß. Und gebe jetzt erstmal meinem Cube Material. Ich gehe hier auf das Materialzeichen. Da ist jetzt schon Material. Ansonsten müsst ihr einfach auf neues Material klicken, also New. Und da sage ich jetzt einfach mal Rot. Ich kümmere mich da jetzt nicht viel drum. Falls ihr ein Tutorial über Materialien haben wollt, sagt es bitte. Über dieses Halo-Material habe ich schon ein Tutorial gemacht. Das blende ich am Schluss nochmal ein. Gut, dann gebe ich jetzt zu dem Boden noch ein Material. New. Ich sage jetzt einfach mal grün. Und jetzt können wir auch schon das erste Mal rendern. Und zwar den Image. Wir gehen hier oben auf Render und sagen Render Image. Das heißt, es rendert dieses Bild, auf dem wir gerade sind. Das heißt, es wäre jetzt Bild 21. Und dann sehen wir, da rendert es. Und wir sehen, es sieht ganz anders aus. Und es sieht besser aus, finde ich. Ich gehe jetzt mal noch auf das Licht und stelle den Schatten aus, weil um den möchte ich mich jetzt in diesem Tutorial nicht kümmern. Wenn wir jetzt rendern, sehen wir haben keinen Schatten mehr. Okay, dann gibt es hier natürlich noch Render-Animationen, aber bevor wir das machen, müssen wir erstmal noch ein paar Einstellungen eintreffen. Ich ziehe mir das jetzt mal erstmal größer. Wir gehen hier auf dieses Render-Zeichen und sagen erstmal die Render Presets. Das heißt die Rendergröße. Ihr müsst aufpassen, bei manchen Sachen wird es hier verzerrt. Ich kenne mich mit diesen Formaten jetzt nicht so arg aus. Ich weiß nur, dass die beiden eigentlich die besten sind, weil die werden nicht verzerrt. Und ja, allerdings jetzt für alle, die einen Mac haben und die ihre Animationen dann auf iMovie machen wollen, da würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht HDTV 1080p zu nehmen, sondern HDTV 720. Weil mit 1080p
hat iMovie öfters Probleme. Ich nehme jetzt auch mal 27. Und jo. Dann können wir hier erstmal auswählen, wie lang unsere Animation gerendert werden soll. Das wäre jetzt bei mir bis Frame 70. Mach mal bis 75. Und dann die Bilder in der Sekunde. Also mindestens 24 Bilder in der Sekunde, ist aber ein bisschen wenig. Ich nehme jetzt mal 25. Ja, ihr müsst ja schauen, was ihr wollt. Müsst ihr auch ausprobieren. Dann der Speicherort. Das ist der Name und da oben ist der Ordner. Ich nenne das jetzt einfach mal Tutorial. Und will es auf dem Desktop. Akzept. Und jetzt eine sehr, sehr wichtige Einstellung. Wenn ihr größere Projekte macht, dann ist es gut, wenn ihr es hier in der Image, also Fotodatei, sichert. Aber jetzt bei sowas Kleinem nehme ich jetzt einfach mal QuickTime. Dann gehe ich auf den Change Code, sage hier oben erstmal Animation und sage Best. Sonst kann es sein, wenn es ab Medium und unten drunter, kann es gut sein, dass da so Verzerrungen und Strichelchen drin sind. Ich hoffe, ihr hört mich noch vor lauter Rauschen. Ja. Okay, das sind eigentlich schon die Einstellungen. Wir können das Ganze jetzt rendern, die Animation rendern, indem wir hier draufklicken. Ich mache das jetzt nicht. Ich zeige jetzt noch, wie ihr ein Bild rendert. Weil ich weiß nicht so genau, mit dem hier habe ich es noch nicht richtig hingekriegt, dass ich ein einzelnes Bild rendere. Aber das kann man dann einfach so machen. Man nimmt hier eine Fotodatei. Ich nehme jetzt mal PNG. Sag Compression auf 100. Und sag jetzt hier einfach mal, welches Bild will ich haben? Ich will jetzt Bild 23 haben. Also sag ich von Bild 23 bis Bild 23. Und dann sag ich Animation. Und jetzt habe ich hier mein Bild. Was wir noch einstellen können, ist beim Image Editor, wenn wir jetzt Fullscreen sagen, dann rendert er das immer hier im Image Fullscreen. Also ihr seht, das ist jetzt die volle Größe. Was jetzt hier halt geht, also ja. Das wäre es prinzipiell eigentlich auch. Das sind die wichtigsten Einstellungen fürs Rendern. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, klickt auf den Daumen hoch und abonniert mich. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt Kommentare. Und ansonsten bis zum nächsten Tutorial.